coolste Typ im ganzen Gestrüm. La 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 la. Hallo, herzlich willkommen, Tieni, Smion, Jostra. Einen wunderschönen Abend wünsche ich euch oder Nachmittag zu. Ach, ihr ahnt es nicht. Ihr ahnt es nicht. Warum? Warum muss ich diesen Schwachsinn immer wieder durchleben? Nein, das hier ist ein Custom Level. Wir spielen heute Tomb Raider Custom Level. Ich mach mal ganz kurz mein Fenster zu. Ja, das hier ist ein Custom Level. Doch. Hallo Melli, herzlich willkommen. Das hier ist ein Tomb Raider Custom Level, das eine weitere Geschichte in den Galerien des Louvre erzählen soll. Lara findet heraus, wo das vierte Obscura Painting versteckt ist, und das Abenteuer führt sie in die Louvre Galleries. Hallo Tamika, herzlich willkommen. Ich bin da drauf gestoßen durch einen Hinweis von dem guten Nicoloni und ich bin gespannt, was uns erwartet. Hallo Kristallschimmer! Ich weiß nicht, warum das alles sein muss, aber hier sind wir wohl. La 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 la, la 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 la. So schön wie der Tomb Raider 3 Theme im Audi Theme ist. No. Ich hoffe, ihr hattet eine schöne Woche. Ich auf jeden Fall. Und ja, so ist es natürlich, Manny. So. Also die Steuerung ist schon mal besser als in Audi. Warte mal. Konnte ich gerade von den gezogenen Waffen direkt ins Kriechen? Nee. Aber so. Tatsache. Sie behält ihre Waffen. Ja, und jetzt habe ich die in der Hand. Muss sie nochmal ziehen, um zu schießen. Aber cooles Feature. Die ist so gut, aber ich leide mit dir. Also schlimmer als in AOD gibt es eh immer die Steuerung, oder? Nee. Heute ist Trinity-Tag. Was? Das halte ich aber für ein Gerücht. Habe ich etwa Zielen auf... Ja, Zielen ist auf manuell. So. Was heißt denn Trinity-Tag? Was soll das sein? Macht mir keine Angst. Hallo Duck Roan, herzlich willkommen zu Louvre Galleries, einem Grabräuber, ja, Custom Level. Da wäre noch eine Tür, aber da ist ja auch so ein Schloss drauf. Okay. Der Tag der Dreifaltigkeit, 9. Jetzt irgendjemand so, nicht 9-3. So. Mal sehen, was wir hier so alles vor uns haben. Wir besitzen gerade nur die Pistolen. Es ist dunkle Wasser. Das Wasser ist anscheinend tödlich. Hallo, auch Mooney. Herzlich willkommen. Uah! Warte mal, wir können wirklich aus einem Sprint einen Sprung machen? Cool, es gibt den weiten Sprung.
Ja, meine Sommerrollen vergessen. Nein. Blasphemie und Schande ergießen sich über das Land. So. Hinauf dort. Ups. Anders. Nein, heute war Tomb Raider Custom Level. Hallo, Kuni. Das war eine seltsame von der Leiter-Animation. No, das, die Gegend kennen wir. Ich habe dich auch irgendwo schon mal gesehen. Nee, weil Trinity Tag. Nein. Eindeutig nein. Der Trinity Tag wird hier nicht gefeiert. Hallo, Jason. Es ist ein Trauertag für die Ritter des Schinkens. Okay. Ich feiere diesen weiten Sprung. Wir sehen, wie weitergeht. Wie geil ist das bitte? Lara hat sich noch nie so flüssig angefühlt. Ich will die Ratte töten, die da lief. Einfach, weil ich böse bin. Warte mal, kann ich etwa... Perfekte Gelegenheit, um Trinity in Shadow zu schlagen. Nein. Wie geil. Nice, Sudo. Sehr nice, Sudo. Hier ist nichts, ne? Nichts zum Dranhangeln oder so. Nein. La, 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 la. Soll sie das auf dem Boden aufheben können? Ah, das ist so eine Keycard. Kaviers Sicherheitspass. Okay. Wie komme ich wieder zurück, wenn ich hier bin? Van Prag. Ach, einfach hier rüber. Okay. Dafür ist der Sicherheitspass allerdings nicht. Ja, der Louvre steht in Prag, wie wir alle wissen. Ups, das wollten wir nicht. Da wollen wir hoch. Hoch hinaus wollen wir. Die haben das geklaut. Was? Komplett über Nacht einfach mitgenommen. Verdammt! Damit hatte keiner gerechnet. Bitte einmal Muni die Tür zeigen. Dankeschön. Das ist erforderlich. Soll ich hier auch so krass drüber springen? Nee, ich glaube, das ist schon so gedacht, dass man da nicht rüberkommt. Jeder weiß, ist das Louvre der einzige Grund, um Prag in Italien zu besuchen. So ist es. Dahin zurück sollen wir wohl nicht. Entnehme ich dem jetzt mal. Außer wir sollen so einen weiten Sprung machen. Könnte sein.
Uff. Okay, warte. Man kann den anscheinend auch mit kaum Anlauf machen. Aber das ist definitiv zu weit. Okay, ich kann einfach die Waffen auf der Leiter ziehen. Nichts hindert mich. Interessant. Also wir müssen da drüben hin. Da ist nichts mit Klettern. Hier vielleicht was mit Klettern. Hallo Xenon, herzlich willkommen. Okay, nochmal Sprung probieren. Nicht weit genug. Aber doch auch nichts. Ist das AOD TR4-Grafik? Yes, so ist es. Es ist erstaunlich gut. Auch wenn ich gerade mal wieder feststecke, aber das gehört bei mir irgendwie dazu. Vielleicht sollen wir darüber hüpfen. Nee. Die Stange, wo die Flagge hängt. Oh. Ah, okay. Weiß nur leider nicht, wie man abspringt. Ich schätze mal, ich hing einfach zu weit rechts. Yes, so ist es. Jason will Lara an der Stange tanzen sehen. Was? Neun? Kann man das zerstören? Wegen. Dieser Sprung ist echt mega weit. Ah, Hallöchen. Was haben wir denn hier? Oh, kommt da etwa Madame Caviers Sicherheitspass hinein? Und das öffnet dann wieder draußen. Okay. Der Maschinenraum. Hab letztens meinen Tier-2-Run mit Lenkrad abgeschlossen. Muss noch meinen offiziellen Run machen. Dann könnte es eventuell in eine Kategorie kommen mit Lenkrad. Och nee. Ups. So, wie kam man wieder rüber? Ich glaube einfach, der weite Sprung. Damit haben wir auf dieser Seite die Tür geöffnet, ne? Diese? Oder ist das nur der Rückweg? Habe Gefühl, das ist nur der Rückweg. Ja, das ist dieser Rückweg. Ups. Mich flashen die Animationen in dem Level so ein bisschen. Die sind schon sehr, sehr cool. Sehr, sehr cool. Hallo, der Dachpanther. Herzlich willkommen zu einem Custom-Level, das recht an AOD erinnert. Warum sieht das besser aus als der Raum in AOD? Oh nein, nein, nein. Nicht durch die Lasere. Da sind Lasere.
Das Bild kenne ich doch irgendwoher. Das ist die Marco Lisa, aber eine billige Kopie davon. Keine Ahnung, muss irgend so ein Stümper gemalt haben. Geradeaus? Zu weit. Kann auch niemand von euch ziehen. Nee. Leonardo da Muniz, Mona Marco. Ja, die Animationen sind sehr, sehr geil. Mag den Sprung aus dem Sprinten. Diesen hier. Gut, so ist er nicht so cool. Diesen hier. Ich meine, dafür fällt die Rolle weg. Auch ein bisschen schade. Aber wie schnell man damit auch ist. Oh nein! Frisch geputzt, wir müssen aufpassen. La 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 la. Ein Ankh. Hier gehört ein Ankh hinein. Ja, das CL ist sehr, sehr nice. Bisher. Kaputt schießen die Pyramide, nee. Okay, anderweitig damit interagieren können wir auch noch nicht. Aber dann wissen wir schon mal, dass wir hierfür einen Ankh brauchen. Kavis Dingsbums. Oh, das für den Rückweg. Und ich muss ja jetzt auch zurück, denn wir haben den Ankh noch nicht. Da ist so ein Beschreibungstext für die Bilder. Also auf der einen Seite haben wir den Ankh mit der Pyramide. In dem Raum haben wir die Mona Lisa, wo wir drauf müssen, aber noch nicht ganz wissen, wie genau. Ich meine, einfach hochspringen habe ich fairerweise noch nicht probiert. Sieht aber nicht so aus. Okay. Zu schieben scheint ja auch nichts zu sein. Oh, warte. War da was für die Keycard? Da. Was macht das denn? No. Interessant. Aber ich kann hier nicht hoch. auf irgendeiner Seite vielleicht? Ah, da sind auch so Stacheln. Jenny, danke für den Raid und herzlich willkommen, ihr Raiderlines. Vorbei ist das Abenteuer um Kingdom Hearts. Wir spielen hier ein Custom Level, das in den Louvre Galleries aus AOD spielt und es ist verdammt cool bisher. Wir brauchen nur noch einen Weg, da hochzukommen. Der Tisch? Der Tisch passt von der Höhe, aber er steht ja falsch. Nichts schieben. Yeah. Das auf jeden Fall schon mal vormerken. Dann sind hier auch noch diese Teile.
Die sind verdächtig. Aber damit ist nichts zu tun. Ah, hier haben wir diesen Raum, wo wir gar nicht durchkommen. Auch kein weiteres Schlüsselloch hier. Nein. Audi! Audeko! Ein unerwartetes Audeko, aber ein sehr cooles. War ich schon im Kamin? No. Okay. Doch, da kam ich her. Ich erinnere mich. Was ist das? Heilung so. Uff, der Move geht auch. Mal merken, auch wenn ich nicht glaube, dass wir ihn hier irgendwo brauchen. Hallo. Soll ich dir mein Lieblingsteil aus diesem Custom-Level zeigen? Der Sprung. Der Sprintsprung. Von der OD. Ja, da konnte man ja zu Ende hin aus dem Sprinten springen. Brauchte man eigentlich. Wobei, ich glaube, man konnte alles, wo man das brauchte, auch so schaffen, aber war sehr schwer. Ja, dann ist ja klar, dass du das hast. Mit links. Mit links, cool. Traurig. Kingdom Hearts ist vorbei. Paper Hands. Bleib bitte so. Das war die erste Gelegenheit, die ich hatte, in meinem Stream Haare auf dem Kopf zu haben. Das fühlt sich so ungewohnt an. So sehe ich also mit Haaren aus. Danke. Bleibe. Yay. Vielen Dank für die Haare. Vielen Dank. Wie von dir. Jenny setzt Kuschler ein. Die Attacke war sehr effektiv. Ich hab grad gar keine Ahnung. Gelobt sei diese Rolle. Was ist denn eigentlich mit ihm hier, ne? Also, ach du Scheiße, da fliegt ein Engel. Lass mich in Ruhe, Mann. Ah klar, das ist dann die Sprintrolle mit der Duckentaste. Die kann man also weiterhin machen, nur halt nicht mit der Springtaste, denn mit der Springtaste springt man ja. Wenn man so drüber nachdenkt, ergibt das ein bisschen Sinn. La 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 la. Musik spielen lassen oder so? Nee. War auch eine absurde Idee, aber mittlerweile klammere ich mich an absurde Ideen, denn ich habe wirklich keine Ahnung, wie es weitergehen könnte. Manche Dinge ändern sich nie, da kann das Level noch so cool ausschauen. Was für einen Zweck soll es gehabt haben, das runterzulassen, wenn man da gar nicht dran kann? Kommen jetzt schon nicht weiter. Nee. Aber es gibt ja Walkthroughs. Ich muss nur kurz einen raussuchen. Nicht auf diesem Kanal. Louvre. Galleries. Walkthrough. Okay. Das ganze Level ist wohl 17 Minuten lang im Walkthrough. So, dann erzähl mal, wie zur Hölle man das machen soll.
Ach, er zeigt auch noch die einzelnen Bilder. Wie wahnsinnig. Trotzdem ist er schneller als ich. Wieso kann man da eine CD aufheben? Das ist ja cool. Okay, weiter. Wie komme ich weiter? LOL. Okay. Ich weiß, wie wir weiterkommen. Und ich habe ein Easter Egg gesehen. Hast du gegessen, Marco? Nee. Guckt mal genau hin, was hier liegt. Vor Lara. Yay! No. Doch, Lara, doch. Gönn. Das ist der beste Teil. Moin allerseits. Hallo Last Wieder. So, gedacht ist das Ganze nämlich. Warte. So. Ich hatte vergessen, dass ich mit diesem langen Sprung dann natürlich auch hier hoch kann. Jo! Vorbei an den Gemälden. Damals, als Kameras noch 0 Megapixel hatten. Keine Leistungsleiste, lame. Ja. Ohne Ausdauer ist das doch alles voll langweilig. Wir wollen Ausdauer leisten beim Klettern. Bitte, sofort. It won't open. It won't open. It won't budge. Stimmt, was ist das, was sie an ihrem linken Arm hat? Seltsam. Schmuck. Won't open. Na, offenbar. Es fehlt die Ausdauerleiste, du Noob. Scheiß Noob. Archäologische Ausgrabungsstätte. Oh! Okay, das ist der Raum. Das war hier links rein. Genau, und rechts rein ist dann der Raum. So würde sich dieser Raum also mit einer funktionierenden Steuerung spielen. Das hier ist doch jetzt einfach nur hangeln, ne? Nee. Hier erstmal durchkriechen. Das nächste ist dann hangeln. Jetzt wahrscheinlich mit richtigem Timing drüber springen, würde ich vermuten. Drüber springen bedeutet übrigens auch, dass man den Fuß vom Boden löst. La 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 la. Ah, Kaviersicherheitsausweis. Erneut. Komm nicht drüber hinweg, dass ich jetzt Tomb Raider 3 im Inventar habe. Was kann mir da eigentlich noch passieren? Oh, ja, cool. Das war jetzt der Rückweg. Aber wir haben doch hier nichts bekommen.
Oder habe ich was vergessen? Da ist der Mona Lisa Raum. Wir müssten den Ank haben. Der Ank. Vielleicht lag der da irgendwo. Wobei ich natürlich nicht sagen kann, ob man rückwärts durch den Raum kommt. Bah. Der Ank. Was ist das da eigentlich? Kann ich das nehmen? Ups. Vielleicht sollte man gerade da nicht aufstehen. Ich hatte so ein Abspielgerät. Ja, hier. Natürlich, Dachpanther. Die machen die an, wenn da zu viele Leute drin sind. Dann ändert sich das schnell. Ah, die Reihenfolge ist entscheidend. Ja, ich muss immer durch ein Loch gehen. Der Lichtstrahl. So, das letzte. Schieb, Lara, schieb. Wir glauben an dich. Und dort taucht jetzt, wie auf wundersame Weise, der Louvre auf. Der Ank. Aber das sieht aus, als wäre es nur eine Hälfte des Ank. Gucken wir mal, ob die Hälfte reicht. Vielleicht weiß das Schlüsselloch ja, wie es gemeint ist. Das war hier hinter, genau. Ein Tee, praktisch. Vielleicht fehlt da auch nur die Hälfte des Angst. Ich bin mir nicht sicher. Nee, da fehlt eigentlich noch Lorest. No. Ah. Was ist das denn? Ah, Hallöchen. So, langsam vervollständigt sich unsere Sammlung. Ich hatte gar nicht daran gedacht, dass die zerschießbar sein können, alle. Okay, uns fehlt noch ein Teil des Angst. Der größere, der wichtigere, eigentlich. Da kann man... Ach ja, das war für den Rückweg, ich erinnere mich. Das war wohl nicht klug. Scheiße. Wir holen uns gerade das Secret wieder und dann gucken wir, ob der Feuerlöcher zerschießbar ist.
La, la, la. Nein, ich meinte den Feuerlöscher. Warte. Den der Dachpanther meinte. Diesen. Tollidos! Hallo, herzlich willkommen. Schinken. Herzlich willkommen zu einem weiteren Abenteuer in Laras Welt. Vielleicht gibt es auch eine AOD-Disc. Das wäre ja Inception. Das wäre ja AOD in AOD. In Tomb Raider 4. AOD in AOD in Tomb Raider 4, das hört sich furchtbar an. Geht. Lauft, solange ihr könnt. Eins und zwei fehlen tatsächlich noch. Die waren bestimmt irgendwo ganz am Anfang. I need to watch this now. Wie viele Secrets gibt es denn? 5. Also vermutlich die originale PS1 Quintologie. Wir haben jetzt 3 und 4. Ist hier denn noch was zerschießbar? Vielleicht auf dem Weg, der da weiterführt. Gehen wir den nochmal lang. Nicht, dass wir da was übersahen. Da liegt auch nichts drauf. Nope. Aber ja, dann gibt es vermutlich kein AOD. Und auch keine Underworld PS2 Disc. Immer diese Sünde. Monim, Marco und Chatko. Hallo, Anthony, herzlich willkommen. Ups, da wollte ich nicht runterhüpfen. Hier gab's ja noch einen Raum mit dem... Oh, warte mal. Nee. It won't open. Da. Irgendeine Relevanz muss ja dieser Raum eigentlich haben. Da kann man nirgendwo hoch an den Seiten. Gerade kurz gesagt, dass es ein Custom Level auf der AOD Engine ist. Das wäre. Nein. Türen kann man nicht öffnen. Hallo. Was würdest du denn in den Ofen schmeißen? In den Ofen schmeißen wäre voll lieb. Yes. Dich, Marco. Nein, nicht Marco dann in den Ofen schmeißen. Menno. Meist Lara. Auch nicht Lara, die will keiner essen. Laras sind ungesund. Und schwer verdaulich. Ofen, Markus, schmecken besonders gut. Nein, das ist eine Lüge. Hört nicht auf ihn. Schinkenritter essen keine Ofen, Markus. Niemals. Sonst bös. Nee, hier ist auch nichts. Seltsam.
Ah, ich weiß gar nicht, ob wir... Nee, hier hatten wir noch nichts drin, oder? Ah, doch. Das hat diese Laser hier ausgemacht. Muss wohl wieder der Walkthrough her. Sieht ganz so aus. Bla bla bla. Du sammelst den Ankh-Teil, das wir schon haben. So, aber wo bekommst du jetzt das andere Teil her? Uff, okay. Ich hab's schon. Das T können wir noch nicht einsetzen. Das ist ja nicht der Ankh, der da rein muss. Ich denke, wir müssen das mit der anderen Hälfte des Ankhs dann später verbinden. T wie Tioni, genau. Aber hier hätte ich mich ein bisschen genauer umgesehen, wäre mir dieser Hebel aufgefallen. Ja, und jetzt? Was hat das jetzt gebracht? Ist hier noch ein Hebel? Ja, Tatsache. Na, oh, dankeschön. Das scheint dann wohl die andere Hälfte zu sein. In der Form AOD komplett würde ich, glaube ich, sehr feiern. Respirators! Nelko ist vonnöten. Das ist der Sprung von da oben. Wie sollte sich das ganze Museum mit Gas füllen? Als Einbrecherschutz vielleicht? Tote Einbrecher können nicht mit einem Bild abhauen. Ba. Nein! Wenn die Besucher sich nicht an die Öffnung erinnern. So kann man das auch formulieren. Lara schon ganz am Verzweifeln. Das kommt uns doch bekannt vor. Dieser Raum. Ich habe das Gefühl, ich hätte diesen Raum schon einmal gesehen. Cool, aber dass es weitergeht. Oh, das ist bestimmt eins Rätsel. 3, 4, 1 und 2.
Du musst die richtige Kombination finden. By pulling the lever of every circle rotating counterclockwise. Not touched. Oh, der Bagger ist im Weg. Ist denn der Mond auf dem Rad drauf? Ja. Aber das tut gar nichts. Ich verstehe nicht, was der Effekt des Hebels ist. Hallo, Invi. Endlich mein gutes Audi. Ja. Wobei es definitiv Schwächen bei seinen Rätseln hat, die keinen Sinn ergeben. So, ich guck mal, welche man ziehen soll. Scheint aber auch das Rätsel zu sein, dass das Level beendet. Ah, man soll nur den ersten und den dritten ziehen. Okay, gut. Nicht den vierten, den zweiten. Ups, das war eine witzige Bewegung. Schade, dass solche Level dann so kurz sind. Aber das war auf jeden Fall sehr, sehr cool. Leider haben wir auch nur Tomb Raider 3 und 4. Vielleicht liegt 5 ja in diesem Raum. Vielleicht sollte ich mich erst noch in diesem Raum umsehen. Hätte Lara ein bisschen mehr zu zockhorn. Zwar nicht 1 und 2, aber wenigstens 4 und 5. Was ist mit Crystal Dynamics? AOD ist von Core Design. Okay. Da müssen wir Tomb Raider 5 vorher schon übersehen haben. Menno! Wir kommen jetzt auch nicht mehr raus.
So. Das war das Level Louvre Galleries. Sehr, 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 sehr cooles Ding. Wir haben außerdem 2 Secrets gefunden. Immerhin, es hätten weniger werden können. Und als nächstes schaue ich in ein Level, das heißt Incan Ruined City. Mal sehen, wie das wird. Inka, manchmal gut, manchmal nicht so gut. Okay, es gibt 6 Secrets. Warum hat Lara gerade einen Rückwärtsgang gehabt? Warum hat Lara einen Rückwärtsgang? Okay. Das ist sehr farbenfroh hier. Dieses Grün ist sehr grell, ja. Aber hey, vielleicht sind wir ja gleich drinnen und da ist nicht mehr alles so mega grün. Okay, also der Levelersteller hat's nicht so mit Farben, ich sehe schon. Schwierig, schwierig die Farben. Bisschen schwierig. Also ich weiß halt nicht, ob ich hier in einem Videospiel oder auf einer Website in den 90ern bin. Aber die Farben sind etwas schwierig. Das Blau und das Rot, das gehen noch so halbwegs. Aber dann das Grün dazu. Und schon das Blau und das Rot ist schwierig. Oh, hi. UI Design is my passion. Ja, Mann. Ah, da kann man sich nicht festhalten. Soll man ohne Festhalten dran springen? Nee, man fällt in jedem Fall. Will der Fisch mich beißen? Der Fisch beißt mich! Nein! Wieso ist mein Blut pink? Knick. Nein, ich muss hier raus. Lade. Einfach laden. Oh, okay. Vielleicht kann man doch einfach überspringen. Piranha-Bites beißen an Lara. Los! 1000 Jahre später. Welt der Dino endlich der Übermacht der Pistolen zum Opfer. Doch es war eine lange Schlacht. Soundeffekte sind auch seine Passion. Okay. Ups. Frage ist halt, ist da in... Ja, diese KMH-Anzeige von Lara finde ich halt auch so seltsam einfach. Ah, hier liegt was. Was ist das? Inca Plate. Well, that's sehr allgemein. Aber okay. Hallo Pico, herzlich willkommen. Okay, wie kommt man von hier aus wieder nach oben? Vielleicht hier durch. Das sah aus wie so ein Tunnel. Nee. Nur von oben. Okay.
Ah, ich sehe es. Yay. Hier ist doch was. Gönn. Zehntausend Jahre später. Okay, danke schön. Die Inca Plate. Ich glaube nicht Tioni, also der sieht so aus, als wäre der sehr, sehr außer Reichweite. Ist ja da ganz oben nach einer langen Schräge. Ich glaube, dass der da steht, soll nur heißen, damit ist Lara hier hingefahren. Und außerdem hat sie manchmal eine KMH-Anzeige. Aber hat wohl, abgesehen davon, keine Bedeutung. Wo ist meine KMH-Anzeige hin? Menno. Jetzt weiß ich ja gar nicht mehr, wie schnell ich laufe. Darf ich das nochmal sehen? Weil ich habe jetzt keine Ahnung, wo das gewesen sein soll. Eine Falltür, die geht nach unten. Das ist eine optische Täuschung. Das ist immer sehr doof, etwas von so schräg zu zeigen. Okay. Ich hätte jetzt erwartet, dass wir an der Decke etwas geöffnet haben. Wir haben was an der Decke Okay. Ja, wir sprachen drüber. Es ist schwierig. Aber hier, jetzt gerade. Jetzt hat sie wieder die KMH-Anzeige unten links. Hat sie die immer, wenn ich zum Jeep gucke? Ja, sobald ich den Jeep sehe, bin ich ein Auto. Okay. Hallo Hiroshi, herzlich willkommen. Neues Level oder was? Ja, wir haben das andere durch. War sehr kurz. Okay, da soll ich nicht drauf. Bin mir halt nicht mal sicher, ob eine Kiste reichen würde. Ich glaube, es muss einen allgemeinen anderen Weg nach oben geben. Der nicht durch diese Falltür geht. Ich glaube, Wand zu Wand springen geht nicht. Nee, bestimmt nicht. Ah. Acht Ball, du verdammter Verräter. Acht Ball ist einfach der Feind. Ihr seid zerstörbar, teilweise zumindest.
Okay, ich bin gespannt auf die DVD-Version. Wie gesagt, sie ist unterwegs. Ja, dran springen geht ja auch nicht, ne? Nee, das ist zu hoch. Wann kommt die nochmal an? Irgendwann die nächsten Tage, genauer weiß ich's nicht. Karpi, Hallöchen, herzlich willkommen. Nicht die AOD-DVD-Version, Amazon unter anderem, vermutlich auch eBay, halt in ihren üblichen Bezugsquellen. Videogemäß. Habe ich nichts gefunden. Moment kurz. Ja gut, in Steam findest du sie nicht. Da. Geh drauf auf. Ist das der Artikel? Mach mal das komische Ref weg. Der zum Beispiel. Ich freue mich schon auf die Übergabe der DVD von der Queen höchstpersönlich im Stream. Welche Queen? Ach so! Die Queen kommt vorbei und gibt mir die DVD. Genau so läuft das. Immer wenn jemand aus Großbritannien ein Paket bestellt, kommt die Queen persönlich und liefert das ab. City Walkthrough. hallo YouTube. Eine Familie hat doch mal aus Spaß die Queen zur Hochzeit eingeladen und sie kam. Was? Passiert mir auch dauernd, dass ich einfach nur zum Spaß was mit der Queen meine und dann steht die plötzlich vor einem. Oh, okay. Ich sehe schon, was wir machen müssen. Das Video ist pausiert. Ja, okay. Wetten, die kommt nicht, ey. Voll abgehoben. Marco lad die Queen mal zum Stream ein. Melly sagt jetzt so, natürlich nicht. Und morgen dann so... Guten Tag. Hab gehört, die Queen ist großer Tomb Raider-Fan, die kommt safe. Yay! Corgi Co. Schwierig. Sehr, sehr schwierig. Ja, war ein bisschen der grüne Sprung. Nur, dass es hier der echt sehr grüne Sprung ist. Ja, hallo Leute. Heute bin ich live aus dem Buckingham Palace. Hier ist die Queen, da ihr Corbis und da hinten noch der William.
Warum ist alles hier so laut? Was passiert hier? Hier ist doch nichts. Könnte man doch jetzt theoretisch auch dahin. Ja, da kann man stehen. Vermutlich soll man das nicht. Oh, da ist das ein Secret. Oh nee, da kommt man nicht hin. Plot Twist, die Queen macht im Stream mal ein WR in TR 3. Die Queen nur so für 160 Pfund. Marco, macht es dir was aus, wenn ich dich über Prinz Philipp shoppe? Was? Prinz Philipp verkauft mich? Ich verstehe jetzt irgendwie nicht ganz alles. Photoshop. Du willst mich über ihn Photoshop. Okay, ja. Jetzt weiß ich, was du von mir möchtest. Warum ist denn das hier so scheiße laut? Warte mal. Das mal. Oder ist das zu offensive für die Queen? Nee, lass mal lieber nicht, dass die dann keinen Bock mehr auf einen Gastauftritt hat. Das wäre ja irgendwie schade. So, hinauf dort. Pistol Sounds, are you okay? Nee, alles ist tot. Weil die Stachelwände aus irgendeinem Grund den Sound zum Beben bringen müssen. Wer bist du denn? Das ist ein Razer. Nein. Ein DX Racer, meine ich. Qualospeck, yes. Warte mal. Ich verstehe nicht ganz. Was hat das jetzt gemacht?
Hast du gerade You and I gebabert? Das ist richtig. Ich barbare manche Dinge. So, Achtball, ich hab jetzt Tee. Boah, jetzt wird der 8-Ball richtig pissig, nämlich. Wenn seine Autorität hier einfach in Frage gestellt wird durch die Handlungen von Stefan, da wird er richtig pissig. Tief in deinem Herzen findest du die Antwort. Der ist gerade so passiv-aggressiv. Glaub ihm kein Wort. Er ist stinksauer. Er kommt gleich vorbei. Müssen wir jetzt nochmal hoch und diesen Stein schieben? Ich meine, es macht keinen Sinn, dass wir es vorher nicht konnten, aber... Lass doch mal checken. Jetzt geht's. Diese Explosion. Oh, was bringworte das? Ich glaube, da stehen gerade Skeletors auf. Yes, die sind vermutlich unsterblich. Achtball. Seht ihr, jetzt lässt er seine Wut an mir aus. Nur weil Stefan sich unbedingt Tee holen musste. Menno. Kann ich euch denn in den Tod führen? Nee, er ignoriert das einfach. Cool. Ich glaube von hier aus. Yay. Freue mich, wenn wir aus diesem Raum mit dem seltsamen Geräusch raus sind. Und inwiefern hat mich das dem näher gebracht. Warte mal. Drauf schießen vielleicht? Nee, auf... Nee. Ich weiß nicht.
Oh, du bist ja ein Hebel. Oh, nee. Oh. Ach, hier fährt er nicht hin. Ah. Dieser Viecher! Kommt mit! Gönnt! Danke. Er hat geahnt. Nee. Er hat Gebet. Queen 1904. Enter the chat. Als Gott Adam und Eva schuf, war die Queen schon da. Und die Band auch. Hm. Die Band, die eine. Okay, ist. Ja! Bitte sag mir, dass die mir nicht hier hoch folgen können. Okay. Ich glaube, jetzt wird das Level ein wenig. Ein bisschen weniger. Ein wenig. Weniger. Ein bisschen weniger nervig. Das wollte ich sagen. Ich glaube, jetzt wird das Level ein bisschen weniger. Weniger. Heilige Scheiße, ich glaube, das Level hatten wir schon mal. Aber ich bin nicht durchgekommen. Aber dieses Mal kommen wir durch. Bisschen weniger grell, das auch. Und vor allem keine mega nervige Soundkulisse. Ja, ist egal. Es gibt sowieso keine Aufzeichnungen. Insofern hatten wir das Level eigentlich nie. Okay, das Tal der vier Masten. In einem ausgestorbenen vulkanischen Krater errichtet. Nur vier Masten, das reicht ja nur für vier Tage. Oh! Ich würde sagen, hier legen wir ein kurzes Päuschen ein und sehen uns gleich wieder.
So, Zuschauerleinchens, weiter geht es, ups, mit der falschen Szene, nein, weiter geht es mit Grabräuber, benutzerdefinierten Ebenen. Mein Strömchat stirbt ab und an. Neun. Gigant Wabbelpabbel und dein Webbelpebbel und dein Möbbelpöbbel. Da steht Grabräuber Ben. Oi. Ben Utzer definierte Ebenen. Das sind definierte Ebenen von Ben Utzer. Und dein Wimmel. Und dein Weibelchen. Wie sie es immer wieder versuchen. Und dein Blödel. Und dein Wiepelchen. Bösewichte. Eines Tages, Marco. Bam, bam, bam. Oh, oh. War das eine Drohung, Stefan? Fünf Xetern. Licio oder Diabo? Nein, mein Geld! Eines Tages wirst du das Wort sagen. One day in your life. Okay, in der Richtung war schon mal gar nichts mehr. Ich weiß halt gar nicht, ob ich Bock auf dieses Level hab. Ich glaube, wir hatten das schon mal und es wird nicht besser. Ein Versprechen. Wer Regenzone? Thank you.
Du hast es falsch rum gemacht, Anthony, oder? Was könnte da bloß rauskommen? Wie war mein Levelvorschlag? Sehr, sehr cooles Level. Oh, hier ist das jetzt zu. Oh, danke schön. Yay. Nun. Scheiße. So, wieso habe ich denn den Anfangs-Safe überschrieben? Quatsch, den. Nein, Melly. Wer soll das sein, Melly? Nein, vergiss es. Vergiss es. Aber ein guter Versuch, ja, muss man sagen. Muss man an der Stelle zugeben. Kennst du Candice? Nein. Ah, hier tut sie etwas. Kurze Hose. Okay, das ist auch gut. Ich habe sogar keine Lust auf dieses Level. Gut, aber jetzt sollte ich einfach schauen, keine mehr zu spielen, die wir schon mal hatten. Mir hat allerdings das AOD-Level auf jeden Fall sehr gefallen heute. Ich würde mich an dieser Stelle verabschieden und ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich mit dem AOD-Level zumindest. Wobei das hier auch seine witzigen Stellen hatte. Und bis morgen. Ciao, Leute. Haben Sie noch einen schönen Restabend.